Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Es geht auf die Back Nine beim Sonoran Golf und Country Club hier bei The Golf Club. Und ja, wir machen einfach mal den Abschlag. Ja, minus zwei steht's. Ihr seht's noch. Drei Birdies und zwar kein einziges auf den Par 5s. Und ein Bogey. Das war soweit, ganz in Ordnung. Und die Manalkrippe muss ich hier immer noch. Ist ja gar nicht. So, und ja, da geht's direkt erstmal mit dem langen Loch los. Hier hatten wir auch das erste Bogey gespielt vor zwei Folgen. Also wir wollen einfach jetzt auf den zweiten neuen, am besten irgendwie alles Paar, wäre ich schon mit zufrieden. Oder meinetwegen zweimal Birdie, zweimal Bogey. Hauptsache so, dass wir insgesamt unter Paar landen. Kann man da nicht noch irgendwie so ein bisschen abkürzen irgendwie? Ach komm, da geht doch was, oder? Da geht doch was. Hauptsache aufs Fairway. Na, Ast rein, oder? Ja, super. Ja, zack, haben wir hier deutlich weniger Entfernung. Aber das ist gerade so eine Entfernung, wo es doof ist. So, das sollte eigentlich klappen. Hallo, wozu habe ich den hohen Loft genommen, wenn es keinen Backspin gibt? Naja, war okay. Kleine Birdie-Chance. Aber auch nur eine kleine. Der bricht sofort weg. Das ist natürlich doof. Aber ein paar. Das ist schon mal. Boah, das gibt's ja gar nicht. Das ist schon mal ein Schlag besser als bei der letzten oder vor zwei Folgen, als wir hier gespielt haben. Ja, so. Direkt das nächste. Da kann man auch ein bisschen noch weiter innen, ja. Leichte Rechtskurve wäre okay, aber geradeaus geht auch. Hauptsache nicht links. Yards, es geht bergauf, der Wind, den kann man glaube ich ignorieren. 75 Yards, müsste eigentlich passen, der kommt dann gerade so auf dem Grün auf, dann müsste es eigentlich perfekt sein. Ja, leichte Linkskurve, ich hoffe das reicht. Oh. Aber gerade so, ich habe den schon im Bunker gesehen, na Mensch, sowas ja perfekt. Dann haben wir hier eine gute Chance. Die wir nutzen. Jawohl, also das erste Birdie und damit sind wir drei unter. Boah, das gibt's ja gar nicht mit meiner Nase, dass das hier so kribbeln muss gerade. So, was haben wir hier? Ich glaube, hier haben wir beim letzten Mal zu weit gespielt, ne? Deswegen nehmen wir hier erstmal einen Schläger weniger, auch wenn es bergauf geht. Leichter, minimaler Gegenwind, aber 195 Yards und der rollt ja noch ein bisschen. Da können wir ruhig direkt. So. Oh, oh. Das wird eng werden. Das wird der Bunker. Nein, wird er nicht. Das war okay. Da kann man, glaube ich, ganz gut liegen. Den müssten wir jetzt an die Fahne kriegen. So, was haben wir? Es geht da leicht von links nach rechts, wenn ich mich nicht täusche. Aber nur ganz leicht. Geh rein! Nein! Also, die Linie war super. Aber mit dem S wäre es wohl besser gewesen. Schade. Aber ein gutes Paar. Tap-in. Kann man auf ein Paar 3 eigentlich immer ganz gut nehmen. So. Hier haben wir jetzt wieder ein extrem langes Paar 5. Da gucken wir mal. Vielleicht können wir da in so ein bisschen. Paar 4. Vielleicht können wir da so ein bisschen abkürzen. Wir können ja mal schon mal gucken. Ja, wobei ist egal. Da sind überall Bunker.
brauchen wir jetzt nicht überlegen, ob wir links oder rechts auf dem Fairway liegen wollen. Ja. 202. Boah, ist das noch weit. Nehmen wir wieder eins weniger. Und dann versuchen wir da irgendwie, weil die Fahne steckt ja zum Glück ganz hinten. Das müsste eigentlich hinhauen. Der kommt auf jeden Fall richtig schön von der Richtung. Oh ja. Oh, war der schön, ne? Na, kommt er noch mal zurück? Nein. Aber das war eigentlich, für die Entfernung haben wir hier eine richtig gute Birdie-Möglichkeit. Richtig gut ist was anderes, aber naja, es ist eine Birdie-Möglichkeit, die wir nutzen. Starkes Birdie. Ja, wunderbar. Also, minus 4 jetzt. Na, das läuft doch. Ja, vor zwei Folgen hatten wir hier auf dem Back 9 insgesamt plus 3. Jetzt sind wir bei minus 2, also. Noch ist ja die Messe nicht gelesen. Ich weiß, es geht noch einiges. Weder nach unten, also sowohl nach unten als nach oben. Aber das ist schon ein sehr vernünftiger Start. So, hier sind wir beim letzten Mal im Bunker gewesen. Deswegen orientieren wir uns ein bisschen weiter links, wo kein Bunker ist. So, 152 Yards. Kann man ein weniger nehmen, oder? Das geht zwar ein bisschen hoch, aber ich glaube, wir sind in der letzten Zeit nämlich immer zu weit. Ja, doch, war schon das richtige Eisen, ne? Die Richtung hätte noch ein bisschen toller, besser sein können, aber naja, was soll's, geht schon, geht schon. Oh, schade. Ah, ich dachte, der geht rein. Das wäre wieder ein schöner Putt gewesen. Ach, Mensch. Naja, gut. Ein gutes Paar. Ich meine, das war ja jetzt auch relativ lang. 445 Yards. Na, da gibt es ein paar Fünfs, die haben die Länge, zumindest im Amateurbereich. Oh, oh. Der ist... hat eine rechts... Oh. Ja, dann ist es auch egal, ob wir jetzt entweder links im Rough, im kleinen, kurzen Rough oder rechts liegen. Na, aber die direkte, den direkten Weg, weiß ich nicht. Die Kante ist ja relativ hoch, also das ist so ein bisschen Linkskurs, die Bunker hier jetzt. Hauptsache so weit raus, und den haben wir richtig clean getroffen. Ja, das ist okay. Da haben wir jetzt, ich meine, mit dem zweiten aufs Grün kommt man hier sowieso nicht, aber jetzt haben wir zumindest die Möglichkeit hier jetzt trotzdem mit dem dritten. Lieber einen kürzer. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Oh ja. Gute Annäherung. Klar, der hätte jetzt ruhig ein bisschen weniger Rollen brauchen oder gegen den Flaggenstock oder so, aber das war schon okay. Dafür, dass der erste im Bunker war, liegen wir hier mit dem dritten ziemlich nah dran. Wieder ein bisschen zu viel Break gerechnet, einberechnet, schade. Ja. Also, Paar gerettet, erfolgreich, auch wenn es knapp war, aber minus 4 ist ein super Ergebnis. Also, das ist wirklich gut. Oder minus 3 sind wir jetzt, ne? Nee. Minus 2 waren wir nach den ersten? Eigentlich minus 4. Ah ja, genau, minus 4 für heute und beim Event, weil wir jetzt bei der ersten Runde hier eine plus 1 haben, haben wir eine minus 3 fürs Event. Das ist alles okay. So, und du möchtest jetzt bitte vorm Wasser anhalten. Ah, ich glaube, so weit geht, kann man gar nicht schlagen, dass der hier ins Wasser geht. Zumindest nicht mit unserem Athleten, den wir hier haben.
120 auf. Nehmen wir auch. Weniger wäre zu risikoreich. Ja, das geht schon in Ordnung. Ich hätte ja lieber einen kürzer genommen oder irgendwie bei ja, einem anderen Schläger noch. Oder ein bisschen mehr Loft, dass er nicht ganz so hoch weit fliegt, aber höher. Aber naja. Ah, schade. Aber war ein guter Putt. Hier ist, denke ich mal, ein Pärchen auch sehr, sehr gut auf der 16. Ja, 17, 18 sind nochmal Löcher, wo man durchaus nochmal Birdie spielen kann. Auf der 18 eher als auf der 17. Da wir hier einen, ja, ein paar 3 haben. Wir nehmen auf jeden Fall ein Eisen weniger. Rückenwind haben wir. Ich glaube, da gibt es sogar noch eins. Wenn wir jetzt das Super erwischen, dann müsste der doch eigentlich ausreichend sein, oder? Sonst geht der drüber. Hm. Wird eng. Oh nein. Okay, aber wir können chippen. Das ist auch nicht so schlecht. Auch wenn da so eine Pornowelle ist. Uiuiui. Da würde ich lieber sagen, spielen wir den sicher mit dem Flop drüber. Ne? Nicht, dass wir da den genau gegen den Hang gegen chippen. Das wäre nicht so toll. Dann wird er nämlich genau wieder dahin kommen, wo wir jetzt auch liegen. So, ordentlich Loft. Vielleicht kommt er dann nochmal ein bisschen wieder zurück. Hm, na ist aber okay. Wenn der jetzt reingeht, war das schon okay. Ja, passt. Gut. Also, unsere Rettungsaktionen sind hier richtig gut. Wir haben noch kein Bogey gespielt hier in den Back, auf dem Back 9. Das spricht eigentlich schon für sich. Und jetzt haben wir noch die 18. Ein Loch, wo man auch gerne mal Birdie spielen kann. Auch wenn der jetzt rechts ins Rough gehen wird. Na, von wegen. Aber wir haben Bunker jetzt vor uns. Also links wäre auf jeden Fall die bessere Seite gewesen. 55. Wie viel Platz hat man da noch? Wow, einiges, ne? Aber 75. Ah, das ist wieder doof. Da gibt es ja kein Mittelding. Und dann vielleicht weniger Loft. Müsste hinhauen. Habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Oh, der ist ein bisschen verzogen. Aber bei den Distanzen ist das jetzt nicht mehr so dramatisch. So, kommt er vielleicht nochmal links runter? Nein. Mmh, na, schade. Aber das Paar sollte es auf jeden Fall werden. Ja, dann haben wir doch eine bogeyfreie Folge. Das ist doch auch schon aller Ehren wert. Und ja, minus 4. Das ist doch vernünftig, ja? 5 Birdies, ein Bogey. Was will man mehr? Passt doch soweit. So, da können wir nämlich mal gucken. Wie sieht's denn aus? Ja, leider haben hier bei diesem Event bisher erst ja einer gespielt. Aber das wird sich natürlich noch füllen und füllen und füllen. Da sind wir jetzt vorne. Der Dale hat hier bisher eine Plus 1 gespielt. Also wir sind gut unterwegs. Bei der nächsten Folge, also bei den nächsten 4 Folgen, gibt es dann auch den Fox Hollow Country Club. Und ja, wieder ein Par 72 Kurs. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Bis dann. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen hoch. Bis dann. Bis morgen. Ciao.